ein Stück von einem, der mit Engelsstimme gesungen hat früher und der hieß Curtis Mayfield. Und das ist ein Stück, das heißt auf Deutsch übersetzt, beweget euch, beweget euch. Genau, und deswegen heißt es Move On Up. Vorletzter Song, es ist erst der vorletzte Song, das ist überhaupt kein Alarm. Und trotzdem möchte ich bei der Gelegenheit nochmal die Band vorstellen.
wenn wir so einen schönen Mittelteil haben und Curtis Mayfield extra komponiert für uns zum Bandmember vorstellen. Ja, wie ihr seht, haben einige von uns ganz bunte Hemden rausgeholt. Eines der buntesten Hemden, abgestimmt auf seinen Fünfsider heute am Bass. Für euch ganz weit weg angereist aus Kingen, Vilsthal, Andy Kemmer. Am Schlagzeug für euch. It's the second part of the, also der zweite Part des Gewitters quasi, heute am Schlagzeug für euch. Aus Aalen angereist, der unwiederbringliche, der eigenständige, der allseits beliebte, überall spielende und immer da seiende, am Schlagzeug Matthias Kerle. Bevor ich den Nachbarn vorstelle, stelle ich noch unseren anderen Gast vor. Er hat es uns erzählt bei der Probe, es ist offiziell, wir dürfen es verkünden. Er hat mit 3 Jahren angefangen, Percussion zu spielen im Kindergarten. Und die Kindergärtnerin hatte Bedenken, was ist mit dem jungen Mann los, damals 3. Aber es war alles in Ordnung, er machte nur Musik. Und dann hat er sich mit 3,5 gedacht, ich werde Musiker. Also mit 3 habe ich gedacht, ich werde Astronaut. Er hat gesagt, ich werde Musiker. Er hat sich dran gehalten. Heute ist er immerhin schon 20 Jahre, also fast schon erwachsen, wenn es nach meiner Oma geht. Ein Percussion-Set, der unglaubliche Max Gerby. Ja, und unser zweiter Gast heute, und er hat in der Pause schon gesagt, er hatte bei uns heute sein Debüt, wir haben ja das Casting gemacht, diese Menschen sind im Recall, das sind die Live-Shows. Und jetzt ist er sogar im Finale und wir suchen hier keinen Star, sondern mehrere Stars und wir haben sie gefunden. Und es war eigentlich ganz scheiße, was du heute gespielt hast, muss ich sagen, war echt nicht scheiße, sondern richtig gut. Und er ist jetzt freiwillig beim nächsten Gig auch wieder dabei, wenn es wieder heißt, die Flowers zu 6. Am Saxophon für euch aus Heidenheim angereist, Lee Mail! Und unsere Gäste haben wirklich alles gegeben, sie haben gespielt, 160% sogar. Und das muss auch jemand eingestehen, der hier die Verantwortung trägt für den ganzen Haufen. Die Verantwortung muss jemand übernehmen, der aus dem Ort ist, wo man spielt. Morgen spielen wir in Gmünd, da habe ich die Verantwortung und ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, aber heute kann ich mich benehmen, wie ich will. Niemand nimmt es mir ernst, weil verantwortlich ist dieser junge Mann am Keyboard für euch, der Nachbar, der nette Nachbar Klaus Prosowski. Ja, er hat schon gesagt, morgen ist er in Schwäbisch Gmünd zu Hause, da wohnt er nämlich auch. Und deswegen darf er morgen ansagen, darf er heute auch schon ansagen. Und nachher darf er wieder über den Pass drüber fahren. Unser allerliebster Axel Nagel spielt Gitarre und singt für euch. Und hast du das Schatz? And don't you cry. Your folks might understand it just by and by. Move on towards your destination. You may find from time to time no complication. One more time. To the steeple of the beautiful people where there's only one kind. Give me the heart. Mm-hmm.
Habt ihr's gesehen, ja. Dankeschön. Und für euch noch ein Stück und wir sagen jetzt schon mal vielen, 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 vielen Dank fürs Dasein. Wir hoffen, die Regenkutten haben gehalten. Ihr seht immer noch fröhlich aus.